Ja, das ist er also, der neue Hyundai Inster. Ein elektrischer Kleinwagen kommt dieses Jahr noch auf den Markt, liegt unter 25.000 Euro, auf der Grundfläche eines größeren Saunahandtuchs, aber mit der Variabilität eines kleinen Campingmobils und einer Ausstattungsliste, ja, die wirklich in seiner Klasse ihresgleichen sucht. Ist das das Elektroauto, auf das wir alle gewartet haben? Das schauen wir uns heute mal an. Leute, der Wagen steht hier in so einer Industriehalle, passt echt gut zum robusten Eindruck des Autos. Und als ich von da ganz hinten am Ende der Halle reingekommen bin und der Wagen, der stand hier so verloren in der Mitte, sah irgendwie aus wie ein Spielzeugauto. Aber es ist halt mal ein Kleinwagen, aber er hat eine Länge von über 3,80 Meter, 3,83 Meter genau. Und er besteht quasi fast nur aus Radstand. Der Radstand ist 2,60 Meter. Ja, und wenn ihr euch da vorstellt, dann ist der Wagen 1,60 Meter breit und hat eine Höhe von 1,50 mit Dachreling 1,57, also ist quasi genauso hoch wie breit. Also dieses boxy Design, das ist ja gerade angesagt. Und irgendwie erinnert mich der Wagen unglaublich hier vorne von der Front an den Honda e. Die Farbe übrigens, finde ich ziemlich cool, ist so ein Metallic-Lack. Gerade jetzt mit den Scheinwerfern, das spiegelt und glänzt. Und diese Metallpigmente, das nennt sich Buttercream Yellow Pearl. Die Farben für dieses Auto, die haben abgefahrene Namen. Es gibt über 10 verschiedene Farben. Und das hier gibt es jetzt irgendwie Ende des Jahres für unter 25.000 Euro. Kleinwagen, okay, Holzklasse, denkt ihr jetzt. Aber von wegen? Also was der Wagen an Features hat. Ich bin ja letztens Genesis gefahren, G80. Also die Features von diesem Auto, die sind im Prinzip nicht viel anders als die vom Genesis G80. Hier hat Hyundai alles reingepackt, was sie an Assistenzsystemen haben und unglaublich viele innovative Ideen. Man kann ihn quasi sogar zum Camping benutzen, denn in Korea, da wo der Wagen natürlich herkommt, da ist Camping mit dem Auto gerade extrem angesagt. Und da würde ich sagen, während VW noch am ID.2 schraubt, ja, da bringt Hyundai jetzt so einen Wagen auf die Straße. Design ist wie gesagt knuffig, robust, total klein eigentlich. Also man könnte auch sagen, Liebling, ich habe den SUV geschrumpft, 17 Zoll Alufelgen, gibt es auch in 15 Zoll und die günstigere Variante hat dann Stahlfelgen. Aber nochmal zur günstigen Variante, wir reden hier von 25.000 Euro bzw. sogar darunter. Das heißt, diesen Wagen gibt es in zwei Ausführungen, zwei verschiedene Akkugrößen. Eine Akkugröße 42 Kilowattstunden, die zweite 49 Kilowattstunden. Und das ist jetzt der Kofferraum. Ja, im ersten Moment denkt ihr, ja, ist ja lächerlich, ne? 238 Liter haben wir hier. Da passt ja so gut wie nichts rein. Wie soll ich denn damit verreisen? Aber ganz ehrlich, Leute, jetzt fangen wir erstmal an. Jetzt nehmen wir das hier mal raus und schaut euch das mal an. Das sind so, ja, so Filzmatten, die mit den Kopfstützen verklemmt sind, hier mit so Klipse. Die kann ich rausziehen. Und warum habe ich die eigentlich, ne? Das fragt ihr euch. Und das zeige ich euch jetzt, wenn wir die Sitze nämlich mal verschieben. Wir können die Sitze um bis zu 16 cm vor- und zurückschieben. Seht ihr das? Und das war noch nicht alles. Jetzt können wir die Sitze komplett flach legen. So, jetzt habe ich das flach gelegt. Jetzt habe ich das flach gelegt. Und ihr seht, diese Platte, diese Matte hier, die verdeckt jetzt hier diesen Hohlraum, da könnt ihr theoretisch auch noch was reinstecken. Und hier drunter ist ein Riesenfach, 20 cm Höhe. Und da drunter ist auch nochmal Stauraum für Warndreieck, Tirefit, Abschlepphaken und so weiter. Aber das war immer noch nicht alles. Wir können nämlich vorne die Sitze komplett flach legen. Zack. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt kann ich nämlich theoretisch hier eine Matratze reinlegen und hier drin campen. Ja, ich sagte ja quasi, Variabilität wie so ein kleines Wohnmobil. Also 2 Meter Länge von innen, kein Problem. Alles mit diesem Kleinwagen. So, campen kann man schon mal abhaken, das geht hier. Und jetzt setzt ihr mich mal hinten rein und schaut euch das mal an. Ich meine, vor mir sitzt jetzt schon ein 1,80 großer Mensch und hier hinten habe ich mega viel Platz. Ich habe hier eine ebene Fläche. Ich habe hier ohne Ende Kniefreiheit. Ich kann die Füße unter den Sitz tun und ich kann auch den Sitz vor- und zurückschieben. Selbst ganz vorgeschoben habe ich hier noch Platz. Also das ist ja mehr oder weniger die Position, die man so von Kleinwagen kennt.
Knie stoßen an den Sitz und so, ne? Aber hier 16 cm mehr Beinfreiheit. Und das noch nicht alles. Ich kann hier die Lehne verstellen in verschiedenen Stufen. Also ganz senkrecht, ne? Das ist ein bisschen unbequem, aber da habe ich hinten mehr Stauraum. Oder ganz zurück. Und da kann ich hier fast schon drin liegen. Ah, ist das angenehm. Es ist hier zwar natürlich Kunststoff, also auch Hartkunststoff. Hier ist es so weich. Aber erstmal vom Design her sieht es sehr gut aus. Und durch dieses helle Interieur, da wirkt es überhaupt nicht so wie Hartplastik. Also Leute, wenn ihr Hartplastik verbaut und es nicht wie Hartplastik aussehen lassen wollt, dann verbaut doch einfach helles Hartplastik, weil das sieht einfach viel besser aus und wirkt unheimlich gut. Auch mit dem Stoff hier, dem Himmel, passt das perfekt zusammen. Die Farben sind alle so Cremefarben, unglaublich freundlich hier mit so einem leichten sonnengelben Reißverschluss. Also hinten kann man sehr gut reisen, auch in einem kleinen Wagen. Und das muss man erstmal toppen hier. Und jetzt steigen wir mal vorne ein. Und das sieht euch die Schuhe aus, kann ich euch sagen. So. Der Sitz ist ja sogar noch weiter zurückgeschoben als nötig. Guck mal, jetzt sitze ich so, wie ich sitzen würde. Dann ist hinten ja noch mehr Platz. Unfassbar. Also erstmal Sitze, ne? Man sitzt so ein bisschen wie auf dem Sofa, weil das Ganze ist eine durchgehende Fläche hier mit zwei Cupholdern drin. Wir haben hier eine Armlehne, die kann ich vor- und zurückklappen. Man fühlt sich überhaupt nicht wie in einem Kleinwagen. Es ist unglaublich viel Platz hier vorne. Ich kann sogar die Lehne, guck mal hier, ich kann mich ganz nach hinten legen und dann pennen, wenn ich laden muss. Ist das nicht toll? Schöner Stoff, schönes Interieur. Die Farbe ist so dieses Creme, Beige, Khaki-Farben, ne? Passt super zu dieser Außenfarbe. Und es gibt es noch in Schwarz, aber ich würde euch sagen, diese Farbe, da kommt der Innenraum noch viel besser. Guck mal, was wir hier haben. Wir haben hier eine Ablage mit so Ambient Light, 64 verschiedene Farben, sieht extrem gut aus. Wir haben hier zwei 10,3 Zoll große Displays, einmal das Tacho-Display, einmal das Infotainment-Display. Wir haben hier eine Klimasteuerung, alles mit schönen Knöpfen, tatsächlich Knöpfe, ja. Immer schön im Zugriff. Hier Temperatursteuerung, Lüftersteuerung. Hier die typischen Hyundai Shortcuts für Karte, Navigationssystem, Radio und so weiter, Setup. Und wir haben hier das ganz normale Infotainment-System, was mehr oder weniger so auch in jedem Hyundai eingebaut ist. Und hier gibt es überhaupt keine Abstriche, Leute. Also die ganze Software ist mehr oder weniger identisch. Die Oberfläche ist natürlich ein bisschen angepasst auf das Auto. Wir haben ein schönes Tacho-Display mit verschiedenen Ansichten, quasi mit Rundinstrumenten, natürlich digital. Und wir haben hier Assistenzsysteme drin. Also denkt euch welche aus. Wir haben Autobahnassistenten drin. Wir haben hier den Querverkehrswarner, Totwinkelassistent. Also ich muss das mal vorlesen, was wir alles haben. So, wir haben einen Totwinkelassistent, wir haben einen Spurhalteassistent, wir haben einen Spurfolgeassistent, wir haben einen Querverkehrswarner, wir haben einen Ausstiegswarner, wir haben adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stoppfunktion, wir haben den Autobahnassistent 1.5, wir haben Verkehrszeichenerkennung, wir haben Aufmerksamkeitsassistent, den Fernlichtassistent, wir haben den Fernlichtassistent, wir haben Anfahrhinweis für vorausfahrendes Fahrzeug, wir haben Insassenalarm. Ja, also die Liste ist ellenlang und sie haben hier in dieses kleine Auto einfach alles reingepackt, was sie haben und bieten das zu diesem Kampfpreis an. Das Ganze ist auch wirklich gut verarbeitet, sieht tipptopp aus. Hyundai typisch hier diese schönen vier kleinen Pixel. Wisst ihr, wofür die stehen übrigens? Das ist Morse-Code für den Buchstaben H, dem H wie Hyundai. Und die sind natürlich beleuchtet und ich habe hier einen Mode-Wahlschalter, quasi so ein bisschen wie im Porsche, wobei man den nicht drehen kann, sondern drücken muss. Und diese Pixel verändern die Farbe, wenn ich den Mode wechsle. Also das ist einfach richtig geil. Auch hier wie bei allen Hyundais hier diese schönen Tasten und Scrollräder für die ganzen Assistenzsysteme und dieses Tacho-Display hier. Also ich weiß wirklich nicht, was jetzt die anderen Hersteller dafür sagen. Die müssten jetzt so langsam in Panik ausbrechen. Ich habe hier eine induktive Ladeschale. Ich habe hier eine 230 Volt Steckdose, Leute. Der Wagen kann Vehicle to Load. Wir haben hier USB, USB 2, USB C. Wir haben hier eine 12 Volt Steckdose. Also name it. Der Wagen ist voll ausgestattet mit allem, was Hyundai so bietet. Sieht von innen auch super gut aus. Leider kann man ihn noch nicht fahren, aber ich hoffe dann so ab Dezember, wenn die ersten Autos dann zu haben sind, dass ich dann mal einen für den Test bekomme. Da bin ich mega gespannt.
350 Kilometer soll die Reichweite sein. Das bleibt es dann zu checken, ob das auch wirklich hinkommt. Auf der Autobahn muss man dann sehen. Aber für den Stadtverkehr, gerade auch mit dem großen Akku 49 Kilowattstunden, da sollten auch locker mehr als 350 Kilometer drin sein. Denn ich schätze mal, so 12, 13 Kilowattstunden wird er auf 100 verbrauchen in der Stadt. Viel mehr dürfte es eigentlich nicht sein. Apropos Ladeleistung, die habe ich euch noch nicht genannt. Das liegt aber auch daran, dass die noch so ein bisschen unbekannt ist. Also Hyundai sagt, dass hier die beiden Akkus von 10-80% ungefähr 30 Minuten benötigen. Das ist ja schon mal interessant, weil die meisten Kleinwagenhersteller, die geben gar nicht von 10-80 an, sondern von 20-80 oder so. Und dann sind es auch bei denen meistens so 25-30 Minuten. Und hier haben wir von 10-80-30 Minuten. Und da kann man jetzt vermuten, wie hoch die Ladeleistung sein wird. Also ich würde mal schätzen, 85 kW ist so das Minimum. Und wenn wir Glück haben, ich spekuliere jetzt mal, dann könnte es ja vielleicht auch Richtung 100 gehen. Ich meine, der Akku könnte auch locker 120, würde ich mal schätzen. Aber wir haben hier ein 400-Volt-System, kein 800-Volt-System, von daher wird es nicht zu schnell sein. Aber es ist natürlich, jede kW mehr ist natürlich klasse. Also, wenn ich eins sagen kann, dann ist es, dass hier auf jeden Fall kein Rotstift regiert hat und dass hier nicht ein spartanischer Holzklasse-Kleinwagen ist. Im Gegenteil, das ist ein Wagen, da wird sich die Konkurrenz umschauen. Und die Konkurrenz, ja, wer ist das? Das ist der Citroën EC3, das ist der Renault 5, zugegeben, der Renault 5 sieht von außen einfach unschlagbar cool aus. Also ich glaube, das wird eine Ikone werden, also zumindest von außen, vom Design her. Und dann haben wir den ID2, der noch nicht da ist. Tja, was wird VW da reinpacken? Jetzt, wo man das hier sieht, ich glaube, da müssen sie sich in Wolfsburg doch ein bisschen anstrengen, dass sie den Wagen ein bisschen aufpeppen. Denn das hier, würde ich sagen, im Moment halte ich für absolut konkurrenzlos. Diese Top-Ausstattung, so wie hier, ich spekuliere jetzt mal, wie teuer wird die dann sein? 27, 28 möglicherweise. Das ist immer noch ein super Schnäppchen für so ein Auto. Achso, und übrigens, eins habe ich noch vergessen. Wir haben auch ein Schiebedach, Leute. Wir haben ein echtes Schiebedach. Das kann man hier zufahren mit so einem Sonnenschutz. Okay, den muss man von Hand auf und zu machen. Und dann haben wir hier ein echtes Schiebedach. Da muss man sich auch mal reinziehen. Also in der Klasse. Das ist unfassbar. Also ich entdecke hier ständig neue Sachen in diesem Auto. Ich hoffe, dass dieser Insta ein super Erfolg wird auf der Straße. Das Design von außen, es ist vielleicht ein bisschen polarisierend. Einige Leute werden sagen, boah, ist der hässlich. Andere Leute werden sagen, Mann, ist der süß und knuffig. Ich gehöre eher zu den Letzteren. Ich finde den unglaublich sexy von außen. Und dann in diesen tollen Farben, die es hier gibt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem ganzen Interieur haltet, von der Außenfarbe und überhaupt vom Design. Das würde mich mal interessieren. Da gibt es bestimmt Lager, die sagen, boah, schrecklich oder genial. Ne? Also ist völlig klar. Aber eure Meinung, die interessiert mich jetzt mal. Und bevor ich jetzt hier überhaupt in diesem Wagen mich total verliebe, steige ich lieber wieder aus, denn mitnehmen darf ich ihn heute leider nicht. Und dann, ja, dann hoffe ich, dass euch so ein kleiner Rundblick hier über den Hyundai Insta gefallen hat. Und ich kann nur sagen, dass ich Hyundai gratuliere zu diesem Auto. Sie haben endlich mal zugehört und genau das auf die Straße gestellt, worauf die Leute gewartet haben. Und damit würde ich sagen, kriegt die Elektromobilität jetzt nochmal einen ganz anderen Schub. Und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt es mir in die Kommentare und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Dann seid beim nächsten Mal wieder dabei. Freut mich, dass ihr heute dabei wart. Bis dahin, macht's gut. Ciao.